Warum ist da noch eine Prüfung? Obwohl, nein. Wir machen nicht so viel. Niemals, das will doch keiner als MMO spielen mit rotznäsigen Mitspielern, die dich beleidigen, weil du einen Rock anhast. Multiplayer macht halt jedes Singleplayer-Spiel kaputt. Weil du irgendjemanden hast, der halt halbnackt vor dir herumhüpft und dir die Eier ins Gesicht hält. Revelio. Ich mache nicht alles fertig, weil ich das nicht muss. Murtlap-Tentakel. Murtlap-Tentakel sind eine seltene Zaubertrankzutat, die dafür bekannt ist, den Widerstand gegen bestimmte dunkle Zauber zu erhöhen. Außerdem haben die Tentakel eine heilende Wirkung. Eine Überdosis kann jedoch lila Ohrhaare verursachen. Und wenn wir wollen, dass du alles fertig machst, dann müsst ihr euch das Spiel leider erwerben, wenn euch es nach 100% Grind sehnt. Hier wird nicht gewollt, nur zugesehen. Ihr dürft gerne eure eigene Meinung haben. Zweifellos schon lange verlassen. Revelio. Confringo. Bombarda! Confringo! Cozio! Gepinnt! Die ARD ist auf Twitch, habe ich noch nie reingeguckt. Die haben noch ihre Mediathek. Revelio. Weißt du, und das Ding, da haben sie mal dran gedacht, so, dann versperren wir den Weg mal an einer Stelle. Dass man nicht mit, also nicht reinfliegen kann, um die alte Magie zu holen. Denkst du einfach nur so, wow, what the fuck, ey. Das war nicht einfach. Weil es jetzt nicht gerade die schwerste Challenge war, das aus dem Schloss rauszuholen. Revelio. Ah,
Ah, Artis auf Switch. Tanzen dann nachts Leute in Spandex-Anzügen und zerpressen sich Melonen auf dem Kopf. Tut mir leid, ich habe zu viel Ahnung von Kunst. Ich glaube, es geht hauptsächlich um Sex. Arte macht kein schlechtes Programm. Das stimmt schon. So wie CTF Neo. Aber ich habe ja keinen Fernseher mehr, deshalb habe ich da schon lange nicht mehr Sachen verfolgt. Aber es waren so damals die Sachen, die ich mir abends viel angeguckt habe. Die machen Live-Twitch-Streams außerhalb der Mediathek. Reines Streaming. Aber warum? Also, was soll denn da passieren? Real Life Commentary ARD Shows. Ganz Tag läuft ARD-Programm und die kommentieren das. Art ist eine deutsch-französische Gemeinschaftskanal nennt sich das. Art ist so gesehen der deutsch-französische Freundschaftskanal. So zur Info. Ein Astronomiealtar. Ich sollte ihn bei Nacht nutzen können. Contringo! Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Das war gar nicht so schwer. Eine Diskussion mit dem Chat führen werden die nicht. Naja, solche Sachen werden ja auch relativ überrannt von einer gewissen Klientel. Leider. Revelio. Deshalb, es sind nur noch, was haben wir jetzt, Donnerstag, ne? Noch 2 Tage, dann kommt mein Game 2 Statement zu dem Thema. Danach werden hier andere Seiten aufgezogen, sage ich euch. Könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, dass hier relativ viele Leute kommen werden, die nicht so happy sein werden, dass ich Hogwarts Legacy gespielt habe, weil ich bei Game 2 darüber rede, warum ich Hogwarts Legacy spiele. Ich weiß aber nicht, wie viel vom Interview verwendet wird. Also kann das ja auch noch total aus dem Kontext gerissen werden. Weil es wurden ja mehrere Leute interviewt. Weil das Spiel einfach geil ist. Ohne Scheiß. So im Nachgang habe ich gedacht, das wäre eigentlich das Beste gewesen. Du setzt dich da einfach hin. Und du wirst einfach gefragt vom Redakteur. Ne, der sagt dir erstmal, ja, wir machen so 30 Minuten Interview, um darüber zu quatschen. Und deine fachkompetente Meinung ist einfach, ja, warum spielst du denn Hogwarts Legacy?
Hä, wie, warum spiele ich das? Weil das Spiel einfach geil ist. Danke für die Meinung von Dr. Proof. Es war keine Zeit, deine langen Statements ins Video reinzunehmen, aber wir haben mal dazu geschrieben, dass du da warst in den Credits später. Guten Abend, Maurice. Das hat man sicher bis London gespürt. Schade, dass das niemand gesehen hat. Vor allem, das ist ja wirklich eine Auftrennung der, sag ich mal, der Streamer-Landschaft. Es wird ja in Zukunft nicht heißen, wie, du machst was mit dem, der ist doch der XXX. Es wird heißen, mach nichts mit dem, der hat doch Hogwarts Legacy gespielt. Das Problem ist einfach, dass viele, die Hogwarts Legacy spielen, ja wirklich ganz schöne Assi-Streamer waren. Also so richtig Asoziale, die dann, sag ich mal, auch noch über das Trans-Thema sich lustig gemacht haben im Spiel. Weil du einfach denkst, ja, aber da höre ich ja gar nicht zu. Mit wem soll ich noch spielen in Zukunft? Ja, mit mir selbst. Ja, natürlich wegen dem Trans-Thema. Rebellion. Ich glaube, ich hatte auch gesagt im Interview, wer halt Hogwarts Legacy nicht spielt, verpasst halt auch ein Spiel, was sich mit dem Trans-Thema gut umgeht. Weil Trans sehr natürlich in die Welt eingebettet ist. Es haben auch viele Normalstreamer HL gestreamt. Naja, normal ist relativ. Die sind ja alle unten durch. Manche Streamer, Kolleginnen haben ja gesagt, ich bin nervlich am Ende, weil so viele Hogwarts Legacy spielen, mit denen ich schon mal gearbeitet habe, und jetzt ist meine Seele zerstört. Weil ich das nie diesen Leuten zugetraut hätte. Willkommen in der Realität. Ach, Meinungen sind unterschiedlich. Selbe Thema, jetzt gehen wir mal fett in den Talk hier rein. Da ist von Vorteil, wenn man keine Seele hat. Weißt du, seit 30 Jahren hört man den Leuten irgendwie zu, die alten... Entschuldigung, ich lache, aber Amorant würde ich jetzt nicht als normalen Streamer bezeichnen. Wobei, ihr Konzept zu baden und gleichzeitig zu spielen, finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe ja auch immer Rückenprobleme, wenn ich beim Spielen baden würde. Höre ich das wahrscheinlich nicht, dann würde es mir besser gehen. Ach ja, was wollte ich sagen? Geistthema, so seit 30 Jahren sagen irgendwie die Grünen, ja, die Altwähler der CDU, die verspielen die Jugend, also die Zukunft der Jugend. Ja, komischerweise ist die CDU immer noch weit vorne, teilweise immer bei Wahlen. Ich hab den Film nicht angeschaut.
Wo sind denn die ganzen früheren starken Wähler? Die sind ja auch alle abgewandert mit der Zeit. Nicht, dass ich sage, wählt nicht grün. Jeder soll wählen, was er meint. Außer AfD. Naja, Sirp selbst AfD wählen. Die wurde in 10 Jahren nicht verboten, aber vielleicht haben wir doch noch in unserer Lebenszeit das Glück. Soll definitiv kein Wahlverbot ab Rentenalter geben, weil Rentner immer noch Teil der Gesellschaft sind und natürlich dementsprechend Mitspracherecht haben. Es sollte aber bei Demenzerkrankungen, also bei manchen psychischen Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer und so weiter, da sollte man einfach sagen, ja, wählen ist nicht mehr. Aber es ist, an sowas gehen die Leute nicht ran. Weil manche Leute ja wirklich ihre Oma noch zum Wählen schieben, also zur Wahl schieben, damit die das wählen, was das Kind will zum Beispiel. Ist das dann diese ausgeglichene Gerechtigkeit? Ich weiß nicht, mit was für älteren Leuten das zu tun ist, aber die älteren Leute von mir, die ich kenne, die wählen, sind alle im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte und machen sich wirklich Gedanken beim Wählen. Und wenn du in Rente bist, wirst du auch noch für 20 Jahre leben. Das ist auch noch Zukunft. Aber das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe. Die Grünen wurden schon immer von Jungen stark gewählt, aber im Alter verschwindet das. Man sollte sich eher fragen, warum die Grünen keine Politik machen für, dass sie interessant ist für Ältere. Und ich glaube, es hat relativ viel damit dazu, weil Grüne sind auch sehr viele Mittelständler. Also der neue Mittelstand wählt sehr viel Grün. Da gab es auch mal einen sehr großen Spiegelartikel drüber, dass die Grünen auch von sehr vielen gewählt werden, die, sag ich mal, SUV fahren und denken, damit kriegen die ihre Absolution. Es ist alles spekulativ, es ist nur Meinung, ne? Nicht, dass sich einer jetzt hier angegriffen fühlt, weil er grün wählt. Es gibt natürlich auch viele, die grün wählen und kein SUV fahren. Rebellion. Und wie gesagt, bei einer Wahl sollte einfach jeder wählen, der halt Gesellschaft an der gesellschaftlich teilnimmt. Das gehört halt einfach dazu in der Demokratie. Ich würde ja auch sagen, dass Untermann im Chat besser nicht wählen sollte. Er will es aber trotzdem tun, weil es sein gutes Recht ist. Ende Gelände. Lumos. Was denn? Ich habe doch gesagt, du darfst wählen. Da hackt es doch nicht. Aber ich kann doch eine Meinung haben, ob das gut ist oder schlecht. Mein Nachbar beschwert sich über Wein, geht aber nie hin. Das sind sie übrigens die Besten. So war nämlich eine frühere Freundin von mir auch. Wo ich dann meinte, also wenn du nicht zur Wahl gehst, darfst du dich über Politik auch nicht beschweren im Nachgang. Wer sein Recht für Wählen halt nicht wahrnimmt, der kann sich mal schön da geschlossen halten. Weil er hat ja am Prozess der Wahl nicht teilgenommen.
Oh mein Gott, du bist in der Luftfracht tätig, Lifesucks. Du bist ja sowas wie der moderne Teufel. Rebellion. Ich glaube, da oben war irgendwas. Und Jäger bist du auch noch, obwohl... Bei Jagd müssen wir ehrlich sein, es gibt ja... Es gibt ja gute Gründe dafür, Jagd zu betreiben. Ne, Überpopulation von Hasen und so weiter, weil natürliche Feinde fehlen, weil die ja irgendwie weggelaufen sind alle, weil wir die alle abgeschlachtet haben und irgendwie sowas. Man muss eigentlich noch eine Etage hier drüber, da kann ich doch gar nicht hin. Achso, ich habe eine Truhe aufgedeckt dadurch. Lohnt sich Cyberpunk durchzuspielen? Also mir hat Cyberpunk die Story gut gefallen. Man könnte sogar heute davon ausgehen, dass es vielleicht nicht mehr ganz verbuggt ist wie früher. Troll hat wirklich hart gekämpft, muss man schon sagen. Ein richtiger Nihilist. Wann kostet Cyberpunk 2077 7 Euro? Da möchte ich gar nicht wissen, wo du einkaufst. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Rebellion. Rockwood verliert. Super Katze. Witzig, ich sage, ich möchte gar nicht wissen, worüber du einkaufst, und du sagst es mir trotzdem.
Richtig, solange es nicht der Instant Gaming Link des Imperators ist, ist das alles einfach falsch. Oh mein Gott, der Hund ist aufgewacht. Verstecken wir uns schnell in einem Loch. Revelio. Er hat doch mit gesagt, dass er über ein VPN geht, um billige Preise in einem anderen Land zu bekommen, wo die Wirtschaftsleistung nicht so hoch ist. Und deshalb die Preise günstiger. Levioso. Contrito. Revelio. Verstehst nicht, wir müssen über Steam kaufen, nicht? Sonst sind wir böse. Also eigentlich sind wir alle böse, wenn wir irgendeinen Retail-Seller nehmen. Und nicht über die Seite der Entwickler direkt bei denen kaufen, dass sie uns einen Key per E-Mail schicken. Weil Steam halt einfach 30% nimmt. Epic nimmt ja weniger, deshalb ist Epic ja auch bei einigen Entwicklern ganz beliebt geworden. Weil Epic gesagt hat, das ist nicht zeitgemäß, die 30%. Das ist aber kein Betrug. Steam hat damals dieselben Chargen genommen, die der Einzelhandel nimmt für den Retailverkauf. Der Laden, der halt Angestellte hat zusätzlich, die halt Lager haben, die Verkaufsstätten haben überall. Und Steam hält da halt einfach schon immer dran fest, obwohl sie es nicht müssten. Weil, sag ich mal, Speicher ich habe die Ballons hinten nicht platzen lassen, ne? Oder habe ich das doch noch gemacht? Revelio. Verdammt, muss ich gleich nochmal zurück. Steam erlaubt nicht, Spiele weiter zu verkaufen. Das ist halt bei digitaler Disposition so ein Thema. Wir holen uns zurück, was uns gehört. Aber das müssen die eigentlich gar nicht, weil es wurden die AGBs einfach angepasst, dass du Spiele nicht besitzt, sondern dass die gemietet sind. Und das ist nämlich bei allen Handlungen so. Und dieser Mietvertrag läuft nämlich aus, falls die Distributionsplattform nicht mehr existiert. Und so umgehst du das. Und ich weiß, dass das mal vom EU-Gerichtshof war. Repar. Ja, wann soll denn das Urteil sein noch? Ist doch schon Ewigkeiten her. Sonne ich für eine schöne Tasse Pilztee geben.
Revelio. Na, 2019. Und was ist bis jetzt passiert? Revelio. Nichts. Du kannst uns nicht aufhalten. Revelio. Sieh mir am Ende einfach die Alohomora. Also wenn Steam wirklich das umsetzen müsste, werden die später einfach die Strafe zahlen, weil es einfach billiger ist. Falls jemals eine Strafe kommt. Revelio. Doch, genauso dasselbe macht Deutschland auch bei Umsetzung für die EU. Fast alle in meiner Familie haben mal in den Minen geschuftet. Revelio. Du kannst Mord nicht vergleichen mit sowas. Revelio. Das war gar nicht so schwer. Das war die beste Mahlzeit seit langem. Und das meine ich ernst. Ich brauche sicher erst nächste Woche wieder was zu essen. So, das Urteil ist übrigens überhaupt nicht rechtskräftig, was damals gemacht wurde. Ich verhungere. Und dann ist übrigens die Berichterstattung über das Urteil versumpft. Deshalb, sie sind in Revision, gegangen und seitdem wurde nie wieder berichtet, also werden sich irgendwie geeinigt haben. Ach, Schmiergelder geflossen. Deine Welt ist auch nur schwarz-weiß. Die.
Oh, nett. Also. Ich weiß ja, dass diese typische Annahme, wenn man plötzlich sieht, okay, es gibt einen Skandal in der EU, beziehungsweise es wird aufgedeckt über ganz viel Arbeit, die sich da Leute gemacht haben, dass halt eine gewisse Korruption vorhanden ist. Dann ist das nicht ein Zeichen dafür, dass da viel Lobbyarbeit ist, sondern es ist halt ein Zeichen dafür, dass es auch funktioniert, das aufzudecken. Warum ist auch gleichzeitig eine Abschreckung für Leute, die vielleicht nicht erwischt sind, dass sie das in Zukunft nicht sein lassen, beziehungsweise sich nicht mehr ein bisschen schmieren lassen, wobei schmieren immer ein hartes Wort ist. Ihre Arbeit sich bezahlen lassen zusätzlich. Das ist doch Unsinn. Rebellion. Das war nicht allzu schwer. Guten Morgen, Rasputin. Weitere. Je korrupter, je mehr Geld. Nicht erfolgreich. Ich war schon bei den ZAG. Ich war schon überall. Ich war auch schon auf dem Mond. Revelio. Es gibt hier Mods. 3 Stück. Die sprechen halt nur nicht viel. Vor allem kann ich meistens selbst fast alles wegmodden. Also es wurde gefragt, ob es irgendwelche Probleme gab beim Durchspielen des Spiels. Ja. Es kamen vereinzelt mal Leute vorbei und die haben gesagt, ja, ich kann dich nicht mehr folgen. Auch noch die letzten Tage, wo ich denke so, da war ich mit dem Spiel so gut wie durch.
Und dann kamen Leute und haben plötzlich gesagt, ja, ich kann dir nicht mehr folgen, weil du dieses Spiel spielst und man selbst trans ist, weil ich einfach denke, ich spiele das Spiel seit 1,5 Wochen. Wie genau verfolgst du denn meinen Kanal und meinen Livestream, wenn du nicht mit in 1,5 Wochen mitkriegst, dass ich Hogwarts Legacy spiele? Rebellion. Klar, es gibt immer Leute, die alle paar Wochen nur reinschauen. Aber sag ich mal, mit der Brisanz und alles, was dahinter war, dann bin ich doch noch viel hellhöriger zu gucken, wem denn will ich denn so folgen und so weiter. Spielt denn das Spiel jetzt? Nein, das Problem ist, dass J.K. Rowling ja transfeindliche Aussagen getätigt hat. Rebellion. Deshalb sollte man ja Hogwarts Legacy boykottieren. Aber es ist eigentlich insgesamt sehr entspannt hier gewesen und ruhig. Und ich habe auch jedem, der dann da gesagt hat, er möchte mir nicht mehr folgen, gesagt, alles cool. Es ist seine also die Entscheidung der Person und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das Einzige, was du machen kannst, ist einfach akzeptieren und gut ist. Aber anscheinend sind manche dann noch schlechter drauf. Rebellion. Weil sind sie auch unzufrieden. Weil man ja die Meinung von denen akzeptiert dann plötzlich. Ja. Das ist eh das Schlimmste. Wenn du sagst, wir werden da nicht auf einen Punkt kommen. Schade, dass das niemand gesehen hat. Ist halt dann leider so. Hallo. Das habe ich. Mein Name ist Rohan Prakash. Interessant. Wie lange sind... Naja, ich selbst führe ihn noch nicht so lange. Oh, er ist noch am Leben. Doch lassen Sie uns lieber... Sie sind sicher ebenso besorgt wegen des Koboldaufstands und der Schwarz... Aber unser Laden verkauft... Bitte sehen Sie sich um. Vielen Dank, Mr. Das weiß ich zu schätzen. Was verkaufen Sie hier? Sehen Sie sich um. Herzlichen Dank für Ihren Einkauf. Ich muss ein bisschen aufräumen. Da mein Resturlaub jetzt so verschoben, dass ich 2,5 Wochen zu Company of Heroes 3 Release haben. Ich habe nur für ein Spiel Urlaub genommen, das war Mass Effect damals. Für Mass Effect 3 und dann habe ich das auch in 2 Tagen durchgespielt damals. Arbeitskollegen haben nicht verstanden, obwohl ich in der IT war. Vielen Dank. Hoffentlich bis bald. Laber mich nicht voll, ich möchte nur meinen Schrott verkaufen. Ja. Aber es ist halt genau das, ne? Jeder hat hier so seine Geschichte. Aber es hätte ja auch sein können, dass der vielleicht irgendwas Separates hat, um uns zu erzählen. Warum muss immer ich diese Aufgaben erledigen? Avada Kedavra! Dü-dü-dü, ich gehe nur spazieren und bin ein glücklicher Troll. Ich gehe jetzt nach Hause zu meiner Frau und bekomme einige Kinder. Und lebe mein Leben als Pazifist. Rebellion. Die Keule trage ich, weil ich einen kaputten, überspannten Kniemuskel. Ne, ich habe kaputte Knie. Ja, und dann kommt jemand einfach von hinten und knipst sich aus. Du wagst es, meine Leute zu töten? Du wirst sterben!
Ich habe halt noch ein paar Trolle zu töten. Zu befrieden. Aber ich sehe, wie viel mehr den Herausforderungen eigentlich existieren. Schon heftig. So, Drachenskelett. Dieses Drachenskelett könnte schon seit Jahren hier sein, aber ist das Ergebnis frischer Wilderei. Sei vorsichtig. Rivelio. Die Landschaft ist auch schön. Diesen Astronomiealtar muss ich bei Dunkel. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Ja, es gab Drachen im Spiel zwischendurch. Und nicht nur am Anfang. Revelio. Ein Astronomiealtar. Ich sollte ihn bei Nacht nutzen können. Du weißt, dass ich bei YouTube erst bei Folge 9 bin. Kannst du mir nicht einfach so beantworten? Du hast einfach so gefragt. De-Abo. Rivelio. Dann ist dem so. Christian, schau lieber YouTube, anstatt hier im Livestream drin zu sein, wo wir am Ende von Hogwarts rumlungern. Oh, Edic 2 habe ich, glaube ich, so lange installiert gehabt und habe es nie gespielt. Aber irgendwie bestimmt ein Jahr auf der Platte gehabt. Und immer so gedacht, boah, wenn du Zeit hast, dann spielst du mal Edic 2. Und ich glaube, ich habe 60 Minuten oder so im Spiel. Rivelio. Wo waren nochmal? Wir sind uns nicht mal untereinander. Rivelio. Punguszwiebel. Die Punguszwiebel ist eine besondere heftige Zwiebel, die in einige Zaubertränke verwendet wird, unter anderem im Heiltrank gegen Furunkel. Sie sollte nicht mit bloßen Händen berührt werden.
So, da fehlen auch nur noch zwei. Gehen wir zum Schloss, dann gehen wir so ein bisschen nach Osten fliegen. Gucken, ob da noch irgendwas versteckt ist. Hier sollte ich mich vielleicht nicht allein vorwagen. Ach Ruhe, du hast ja schon alles getötet. Revelio. Ich habe Brockboro so ab. Gibt es was Neues an Spielen, was du streamst in den nächsten Wochen? Ich spiele Atomic Heart, Company of Heroes 3, Scars Above. Und noch irgendwas. Age of Empires 4. Und das wären die Sachen, die mir gerade im Kopf einfallen. Ich glaube, ich habe noch ein Spiel, was ich zurzeit schon habe, aber noch nicht zeigen darf. Kerbal Space Program 2 sollte ich auch bekommen vom Release, aber es wird echt schwierig. Frage davon, welche davon spielst du durch? Atomic Heart spiele ich auf jeden Fall durch, das machen wir in 2 Tagen. Mehr Zeit bleibt nicht. Werden also lange Streams. Company of Heroes 3 werde ich auch durchspielen. Amit war bestimmt schon mal hier. War ich auch schon mal hier? Die Tröten. Die erinnern mich daran, dass ich hier schon mal war. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen. Neues Format. Jeden Samstag spielen wir ein Spiel durch Uncut. Das habe ich ja in letzter Zeit schon ab und zu gemacht. Rebellion. Aber ich glaube, Atomic Heart werden wir nicht so schnell durchkriegen, weil es wird mit 25 Stunden angesetzt, circa. Leute, ihr müsst euch schon mal hier langsam... Ich musste ein bisschen hin und her rennen, weil ich die Herausforderung abschließen wollte. Was ist das denn? Sind Spuren? Nein, hier sind keine Spuren. Ich glaube, das hat nur was damit zu tun, die Dinger sind falsch gesetzt. Deshalb leuchtet der Boden. Rebellion.
Ballonsprüfung Merlins, Astronomie-Altäre. Astronomie-Altäre, Landeplattform, berüchtigte Gegner, alle getötet. Landeplattform, Ballons, Orte alter Magie. Handbuchseiten, 2 Stück. Da muss ich noch weiter nach Osten fliegen hier. Ich würde sagen, dass Irondale seinen Namen nicht gerade verdient. Löse 7500 Coins ein für nicht fluchen. Das geht eigentlich darüber, dafür, was ich mache. Aber ich muss diese Coin-Geschichten irgendwann nochmal verändern. Das Problem ist, das meiste, was eigentlich gut passen würde bei Coins-Ausgaben, wie spreche irgendwie 5 Minuten bayerisch oder was auch immer, würde halt bei einem Let's Play, sagen wir, ich würde ein Story-Singleplayer-Spiel machen, wäre das ein bisschen unpassend. Auch die jetzigen sind eigentlich ein bisschen unpassend. Ich finde, diese Coin-Geschichte ist eher was für einen reinen Stream. Leck mich ab, ein Grab vorn. Also das zweite, damit du einen züchten kannst. Das ist ja genau die Sache, es muss auch irgendwo noch einen zweiten Phönix geben. Ich weiß nicht, ob du das hier einfangen kannst am Ende. Dragon passt nicht auf. Das mit der Zucht habe ich schon ganz am Anfang erfüllt heute vom Stream. Ich habe schon Hippogreif. Du kannst mir die Frage nicht einfach so beantworten. Ich bin erst bei Folge 7. Dann hör auf, solche Fragen zu stellen. Klamarküste soll doch eine Handbuchseite sein.
mal ganz kurz auf der Karte hier gucken. Angeblich eine hier und eine etwas weiter nördlich, hier circa. Und da ist es auch noch grau. Ich muss jetzt einfach nachgucken auf der interaktiven Karte, weil sonst suche ich mir einen Wolf. Da ist Was ist das? Ein Lamm auf der Agromantula Gift. Dieses Gift ist sowohl äußerst wertvoll als auch extrem giftig. Es wird von den Zangen der fleischfressenden Agromantula abgesondert. Aus offensichtlichen Gründen ist es viel einfacher, das Gift von einer toten Spinne zu gewinnen, als von einer lebendigen. Und tschüss. Meguse Landeplattform. Na schade, die Karte ist nämlich noch nicht komplett. Die ist halt nicht verfügbar, weil ich im Kampf festhänge, ne? In was? In der Geschichte? In der Geschichte meines Abenteuers. Revelio. So. Ich bin nur hingeflogen, weil angeblich gab es hier eine Sidequest, aber ich glaube, das war die mit dem Schatz, den wir gefunden hatten damals. Confringo.
Prevenio. Akio. Tudum. Revelio. Ach so, wenn ich was Falsches aufgemacht hätte, dann wären die anderen beiden aufgegangen und hätten mich geärgert. Ich einfach jetzt schon ewig grinde hier einfach. Überlege, ob ich die Nacht durchmache. Was haben wir Donnerstag? Ich habe heute eigentlich nichts zu tun. Also nichts Besonderes. Ja, in dem Schloss waren wir ja damals. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Deshalb, ich glaube nicht, dass ich hier eine Quest übersehen habe. Birds of the Feather, die, an die Quest erinnere ich mich noch. Das war etwas weiter nördlich. Das ist nämlich die, die gesagt hat, ich bin Federdieb. Beste Frau. So, Landeplattform, berüchtigte Gegner, alles erledigt. Orte alter Magie, Prüfung Merling ist das einzige, was uninteressant ist. Weil da haben wir ja schon alle. Truhensammlung ist auch egal. Berüchtigte Gegner 1111, Ballons 1 von 3. Eins von eins, zwei von zwei und die Demiguse-Statue ist auch egal, da haben wir nämlich auch schon die Quest abgeschlossen gehabt. Und dann lass uns mal hier nach den Ballons gucken. Merkst du eigentlich bei so großen Spielen etwas an deinen Zahlen? Also meine Zahlen sind eh immer hin und her gerissen. Vor allem, weil ja viele im Stream alles schon vorher gucken. Und YouTube aktuell ja, sag ich mal, eher sowas ist wie ein... wie ein Archiv der Livestreams. Und dafür ist es halt relativ viel... wie soll man sagen... Arbeit, die vielen Thumbnails zu machen. Deshalb habe ich irgendwann gesagt, okay, scheiß drauf. YouTube bringt immer noch viel Werbeeinnahmen ein, aber mach einfach jetzt die Folgen länger. Beziehungsweise mach einfach längere Parts. Viele haben damit schlechte Erfahrungen gemacht, weil das, aber ich finde eigentlich, ich mache damit zurzeit ganz gute Erfahrungen. Weil die Leute gucken sich das dann an, wenn sie Zeit haben. Man kann es auch übertreiben, wie bei Dead Space, einfach mal 15 Stunden reinknallen. Aber da habe ich auch gedacht, mein Gott, wenn ich 15 Stunden jetzt als irgendwie 45 Minuten Let's Play mache oder so weiter. Dann habe ich da nichts gewonnen bei, weil das Einzige, du musst dir halt einfach vorstellen, also Thumbnail-Erstellung und das Ganze drumherum, das kostet halt nochmal richtig Zeit. Das ist nicht wenig. Da kannst du nochmal 15 Minuten wahrscheinlich draufsetzen mit YouTube-Einstellungen. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. Revelio. Also pro Folge. Und das lohnt sich einfach nicht. Der Invest.
Kannst lieber schöne Thumbnails machen für etwas weniger Folgen. Alles andere ist auch, ja, das war früher alles immer diese Optimierung von, wie mache ich denn die beste Kohle nur mit Werbung am Anfang und am Ende vom Video. Also hast du die immer weiter runtergedrückt. Mit Watchtimes, wo dann war Watchtime von, ja, Let's Plays. Wenn du Let's Plays machst, kommst du irgendwann so bei Watchtimes immer von 15 Minuten. Kann dir aber sagen, ich habe Harry Potter Parts, die haben eine Watchtime von 56 Minuten im Durchschnitt. Wo du einfach denkst, what the fuck, ey. Da bleiben Leute ganz schön gut dran bei den langen Videos. Vor allem YouTube merkt sich ja, wo du aufhörst. Und ich glaube, 2 Stunden ist ein ganz guter Kompromiss. Vor allem, es kannibalisiert sich eigentlich auch dadurch, dass ich auf YouTube Sachen poste, die ja auf Twitch schon lange gelaufen sind. Dann laufen wochenlang Sachen nach, die ich schon längst abgespielt habe. Das mag ja ganz gut funktionieren, wenn du, sag ich mal, nur für YouTube produzierst, aber wenn du halt das vorher schon gestreamt hast, funktioniert das meistens nicht, weil Leute dann sagen, warum soll ich mir was angucken, was wochenalt ist, so in etwa. Ich guck mal einfach in den Stream rein. Mein Gefühl übrigens. Heißt nicht, dass es der Wahrheit entspricht. Achso, das hier unten ist ein Stück vom Berg, wo wir nicht hinfliegen können. 2 Landeplattformen hier ganz links. Ein Astronomiealtar. Ist ein schwieriges Thema. Ich finde, auf Twitch sind auch keine Ratten. Ha, eine Bestie ist in meine Falle getappt. Ragnaroks Vision von der Herrschaft. Aber Livestream ist halt auch sowas, ne? Leute machen Twitch auf und denken so, ja, was spielen im Moment die Leute, denen ich folge? Und kommen dann, sag ich mal, vorbei. Und YouTube ist ja, na, geht halt in dieselbe Richtung, aber schon irgendwie ein bisschen anders. Und auf YouTube sollte man vielleicht eher kürzere Formate anstreben. Achso, da hatten wir alle, ja, berüchtigte Gegner, muss ich auch mal gucken, wo die letzten sind. Das Hauptproblem bleiben im Moment die Trolle. Revelio. Ah, das ist ein Ort der Magie. Also Ort der alten Magie. Wer hier wohl gelebt hat? Dreiecke.
Bombarde. Ranrocks Anhänger werden immer für seine Überzeugungen kämpfen. Du kannst uns nicht alles. Revelio. Also triff einen Troll mit einem Felsen ist, glaube ich, nicht wieder die richtige Herausforderung gewesen für diesen Kampf. Wer kennt's nicht? Efeu, was einen auffällt. Vorsicht! Wenn Professor Fick das nur gesehen hätte. Professor Fick ist tot, red nicht so über ihn. Er ist immer bei uns, er ist dein Obi-Wan Kenobi. Ab sofort. Dann schauen wir mal, ja? Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Revelio. Auf YouTube sind sie alle immer Helden. Auf Twitch siehst du dann, wie sie 3 bis 4 Stunden lang die Map von Sif neu starten, um den Standort zu bekommen. Den Startort zu bekommen, über den sie dann bei YouTube im Guide sagen, wenn ihr nicht so einen Startplatz für eure erste Stadt habt, dann könnt ihr nichts. Ein Schloss? Revelio. Kaputtes Ferngleis. Dieses kaputte Ferngleis wurde von Muggles zurückgelassen. Die versuchten, einen seltsam aussehenden Bären aufzuspüren, bei dem es sich aber wahrscheinlich um einen Demiguse handelte. Sie konnten beim besten Willen nicht verstehen, wie etwas so schnell verschwinden zu scheinen konnte. So, 16 Seiten. Nächste Erkundungs... Ah ne, Handbuchseiten sind damit abgeschlossen. Es tut mir leid, Unrated. Also, du hast ja zum Glück auf Reddit schon gesehen, dass er verstorben ist. Das ist übrigens der Grund, warum ich bei vielen Sachen einfach rangehe, ohne mir irgendwas anzugucken vorher. Keine Gameplay-Videos, kein gar nichts, weil verrate mir den ganzen Scheiß schon im Trailer. Stories sind das meistens. Revelio. Was? Dieses Spiel ist dir nicht wichtig? Blasphemie. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Es gibt noch eine Ballonreihe. Revelio. Oh, tut mir leid, Dragon. Aber du bist doch auch schon durch. Du bist doch auch schon am Grinden. Wieder mal auf Abenteuertour?
So, das war die letzte Flohflamme. Das ist eine Theorie, warum es so wenig Hufflepuffs gibt. Weil sie Rothaarige hassen. Und weil, ja. Die verbinden das halt mit Weasley. So einfach ist das. Revelio. Wobei er gar kein Hufflepuff ist. Dum dum dum. Das von Herausforderungen. Hier sind nur Mondkälber. Hier sind noch Ballons und da hinten ist ein riesiger Penis. Diese fucking Landeplattform, ne? Revelio. Hallo, schön Sie. Die Freude ist ganz meinerseits. In der Nähe soll es. Ich habe sie gesehen, aber war nie drin. Dort gibt es sicher einige. Ranrocks Anhänger. Wie lange? Welche Produkte? Ich wollte nur mal eben durchgehen und schauen, ob der mir nicht dann eine Quest geben würde noch. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Gar nicht, geh weg. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Ja. Revelio. Übrigens, das Spiel sagt mir, es gibt hier 4 Landeplattformen. Auf der interaktiven Karte wurden nur 2 gefunden. Interaktive Karte, was? Ich glaube, die habe ich auch schon vorhin gefunden. Nämlich der eine, der hier vorne ist und ganz oben rechts vom Gebiet. Du wirst dir wünschen, wieder in der Schule zu sein. Revelio. Ja, auf der bin ich nämlich gelandet.
Das Lager habe ich gemacht. Oh no. Ich finde die Landeplattform nicht. Ich bin zu schlecht. Die Hufflepuffs sind die Netten, die Toleranten. Da wären sicherlich ein großer Teil der Transmenschen und transfreundlichen Spieler reingegangen, die aber leider jetzt alle das Spiel boykottiert haben. Ach guck mal, da ist direkt die Plattform. Die freundliche Karte schon gefunden hatte. Wald. Kann ich den nicht abfackeln? Es gibt auch noch einen Ort der alten Magie hier unten. Was wird Ort der alten Magie denn im Englischen heißen? Ach, Ancient Magic, da. Revelio. Gibt es da einen Ort für alte Magie? Revelio. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil du kannst gar nicht auf der Seite absteigen. Betrug. Revelio. Und hier soll auch einer sein, aber da waren wir wahrscheinlich. Place of Aging Spells. Wir müssen nachher übrigens mal aufhören, weil nicht, weil ich keinen Bock mehr habe zu spielen und nicht, weil ich nicht denke, dass ich die Nacht durchmachen könnte, sondern weil ich auch, ich muss Uploads starten. Und ein bisschen schlafen. Jetzt habe ich doch erwähnt, dass ich schlafen muss. Lumos. Confringo. Pomada. Akio. Repulso. Ach, du bist von der Merlin-Prüfung, die hier ist.
Confringo! Revelio! Vingardium Leviosa! Accio! Vingardium Leviosa! Naja, ich gehe jetzt 15 Minuten laufen und dann zur Arbeit. Dann viel Spaß auf der Arbeit. Möge die Arbeit dich so erfüllen, wie es andere erfüllt. Lumos. Meine Freundin war gestern auch laufen, weil sie meint, sie muss das mit dem Sport durchziehen. Weil sie in der Beziehung dicker wird. Ich habe nichts dafür, dass sie hier so gerne im Bett rumliegt. Also will ich nur rumliegen. Ja, wo auch immer die andere uralte Magie ist, ja, keine Ahnung. Also die letzte Ort der alten Magie hier. Und die vierte Landeplattform weiß ich auch nicht. Astronomie-Altäre sind wenigstens durch. Hier sind noch viele, hier sind ja unzählige berüchtigte Gegner noch versteckt. Im Tal. Naja, drei. Und Ballons sind auch noch hier. Mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Revelio. Nee, mit 43 kannst du nicht an Rente denken. Das tut mir sehr leid. Die sahen auch schon mal besser aus. Revelio. Ein Spezialtroll.
Ach ja, es kann immer noch Spaß machen. Revelio. Da, ein Hund. So sind wir von der Kontrolle. Ich sollte vorsichtig sein. Ich bin ganz allein. Ich überlege, ob man manche Sachen gar nicht aufdecken kann, wenn man fliegt. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ja, vor allem waren wir damals schon hier. Ach so. Revelio. Dum 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 dum. Keine Ahnung, wie ich die auf den Rücken schmeißen soll. Wahrscheinlich durch den Drehzauber oder... Weil jetzt habe ich mit dem versucht, den wegzustoßen. Ach so, das Ding war, das hier waren wir damals drin.
habe mich jetzt nur irritieren lassen, weil er mir angezeigt hat, hier unten wäre noch was. Aber es ist ja der Cube. Revelio. Ein neuer Morgen. Gute Nacht, Livesucks. Ich meinte, viel Spaß auf der Arbeit. Sieh dich nur um. Ist das nicht schön? Habe ich nicht all viel Klimbim und Ding Ding Bumm. Oh, ich bin einfach fertig. Hallo, ich bin eine super einfache Prüfung des Merlins und deshalb werde ich mitgemacht. Damit der Imperator jetzt noch irgendwas kaputt machen darf. Damit wäre das erledigt. Am Anfang dachte ich ja noch, dass die, die Handbuchseiten und die Archivmins halt alle sehr fair sind und jetzt hänge ich halt hier und suche mir den Wolf. Meet, Banditenkamp, Merlin Try, Creature Lay, Point of Interesting. Nee. Ich guck grad nochmal hier in der Karte. Infamous Foe. So, angeblich soll hier hinten auch ein schwerer Gegner sein und sich verstecken. Ach, nee. Hat es mit Sucht zu tun. Ich mag das Gameplay einfach. Ich habe keine Affinität für, Da ist er. Für Suchtspiralen. Also bei Factorio komischerweise schon. Also Factorio-ähnlichen, so Automatik-Spielen. Bin ich immer sehr gut zu begeistern, aber hier mit Item, Verbesserungskram und so weiter, das langweilt mich einfach zu Tode. Revelio.
Okay, das scheint sowas wie eine Wolfshöhle zu sein. Der Grimm. Weiße Wolf aktualisiert. Die Entwickler sind bekloppt, überall Teenager und kein Tech der Mächte und Beziehung zum anderen Geschlecht. Ja, ich kenn's auch anders. Einmal mit der Jugendgruppe weg im Urlaub. Hallo? Da fängt man was richtig an, sich auszutoben. Da waren wohl zwei berüchtigte Gegner in der Höhle. Wahrscheinlich er und seine Frau. Ballons sind geplatzt. Ja, Landeplattform ist so eine Sache. Revelio. Pock. Endlich frei. Habe ich einen Astromiatar hier übersehen? Nein, da haben wir auch beide. Region südlich von Hogwarts gibt es wohl auch irgendwo eine Landeplattform, die ich auch nicht gesehen habe. Die soll aber angeblich hier rechts irgendwo sein. Denn alles die Stellen, wo ich am Anfang hin war. Und mich nicht so interessiert habe für diese Landungsplattform. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Revelio. Nee, du bist Merlin-Prüfung. Da oben ist die Landeplattform.
Revelio. Alohomora. Wisst ihr das eigentlich, was Besonderes an dem Open World ist? Du brauchst wirklich, also du bist nicht nach der Main Quest mit allen Nebenquests schon Max Level. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Dann gibt's Überblende. Mein Hund kam kurz zu mir, hat mich am Bein gestriffen und ist dann wieder in sein Körper geschlagen und geht zum, also pennt weiter. Was ist los, Stinker? Revelio. Da! Eine Nebenquest! Leck mich am Apfel! Hallo! Hallo! Hallo? Aus diesem Brunnen kommt eine Stimme. Können Sie mir helfen? Ist da unten irgendjemand? Da unten? Wie bitte? Ich bin hier. Hier ist überhaupt niemand außer mir. Irgendein gedankenloser Narr hat einfach ein Stück Pergament in mich geworfen. Und es steckt fest. Könnten Sie es bitte nehmen? Brücke, Insel, Levitieren einsetzen. Scheint eine Art Karte zu sein. Danke, danke. Schon viel besser. Ich hoffe, die Karte leistet Ihnen gute Dienste. Zumindest bessere als mir. Ich bin eigentlich wegen was anderem hingeflogen. Ja. Inventar. Eine Ruine. Das sieht aus wie auf einer Anhöhung. Würde eine Brücke rüberführen.
Tja, richtig scheiße. Waren die anderen Sachen aber leichter zu erkennen. Hier führt eine Brücke rüber, aber das ist halt ziemlich weit weg vom Brunnen. Vor allem ist es ja wie so ein Podest, auf dem das steht. Ich sehe übrigens gerade, dass ich dieses Gebiet hier nicht aufgedeckt habe. Revelio. Ein Mundschatten. Oh, bist du knuddelig, Maus? Weiter sollen wir gerade auf meinen Schoß. Leg dich hin, Schatz. Revelio. Revelio. Zeigst du nochmal die Schatzkarte? Ja, gleich. Also, wo willst du hin? Ich weiß, dass mein Hund steigt auf den Tisch gerade. Von meinem Schoß aus. Also ich muss sagen, dass wir eine neue Stufe von Aufmerksamkeit erhaschen wollen. Ihr müsst mich gar nicht so angucken. Das geht gerade nur, weil ich im Kampf war. Schatzkarte. Schatzkarte! Ach, die Mühle ist Indikator. Bei die. Und kannst du aufhören, die Maus zu bewegen mit deiner Pfote?
Danke. Die Mühle war doch hier oben. Irgendwo. Tja, ich kann mich noch erinnern, ich bin dagegen geflogen. Dragon, geh weg mit deinen Tipps. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor. Weiter, Sam. Ich hoffe nur, Rookwood weiß, was er tut. Mit dunklen Künsten kann man allerhand Unheil stiften. Wo waren die dumme Mühle? Her, mein Schatz. Hund! Komm her. Dann geh runter. Hat er ein bisschen auf den Tisch gelegen, fand er auch doof. Jetzt gehen wir in sein Körbchen. Das mache ich noch und dann mache ich aber nichts mehr für heute. Was haben Sie jetzt vor? Dann haben wir genug gegrindet. Sebastian erzählen. Revelio. Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Jetzt wird mein Hund auf die Couch. Och, Schatzi. Du kannst dich im Moment nicht entscheiden. Tut mir leid. Ihr könnt das natürlich nicht sehen, dass der Hund mich die ganze Zeit hier belagert. Ja, Schatz, ich weiß. Alles doof, außer Papa. Hund läuft an der Decke. Spider-Dog. Spider-Dog. Revelio.
Und warum läufst du jetzt schon wieder auf den Tisch? Was willst du denn auf dem Tisch? Da ist nichts. Möchtest du auf Couch? Ich leg dich auf die Couch. Ah, und nicht das Mikro. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist, warum er jetzt hier nicht auf mir draufliegen will, aber bei mir sein will. Sein Magen macht nämlich komische Geräusche. Ich glaube, es geht ihm nicht so gut. Oh, jetzt stehst du schon wieder hier. Und ich habe hier kein Essen versteckt. So, Ladies and Gentlemen, ich suche die Mühle morgen. Der Hund braucht mich jetzt, es ist spät. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen dann noch. Wer hier wohl wohnt? Eine gute Nacht. Ah, Moment, wir sammeln eben noch kurz den Rest ein. So, Kampf. Sumpfkratler endlich auch abgeschlossen. 12 brüchige Gegner besiegt. Ach, das hatten wir auch dadurch abgeschlossen mit den Zweien. Straßenköter und Trolle nur noch. In Erkundung. Haben wir alle Ballons zum Platzen gebracht? Ja. Ein Ort der alten Magie. Landeplattform. Aber wir sind so schon mal auf 97%. Gut ab. Vorgeschlagene Stufe 4.